Recruiting, Leute einstellen. Ja, herzlich willkommen im Teil 2 zum Video Garbage in, Garbage out. Recruiting, Mitarbeitergewinnung, ja, wahrscheinlich das dritte gleich nach Neukundengewinnung und ja, Systeme und Prozesse einführen in deinem Unternehmen. Mitunter sind natürlich Mitarbeiter so ziemlich das Wichtigste, wenn es zum Beispiel auch dabei geht, darum geht, Softwareentwicklungsgeschäftsmodelle der Softwareentwicklung zu skalieren, ja, weil Softwareentwicklung passiert ja mittlerweile auch, sagen wir mal, über verschiedene Methoden, teilweise also relativ, sagen wir mal, kann man auch quasi sehr gut hebeln, aber letztendlich entwickeln ja immer noch Menschen im Regelfall, also dass sozusagen die Software sich selbst entwickelt, da, so weit sind wir ja noch nicht. Und auch im Vertrieb, so im direkten Vertrieb, im direkten Marketing ist natürlich auch, kann man im Telefonakquise in vielen Fällen noch quasi das Kerngeschäft wird generiert durch direkten Vertrieb und da braucht man eben Personen, Menschen, die man einstellt. Und da habe ich jetzt ein eines Video schon gedreht, wenn du es noch nicht gesehen hast, bitte dir unbedingt auf meinem YouTube-Kanal anschauen zum Thema Kundengewinnung. Da habe ich einige Praxiserfahrungen bereits mit dir geteilt, ja. Und wie man quasi traditionell teilweise immer noch Leute einstellt und vorfiltert und vorqualifiziert und so weiter, Mitarbeiter, meiner Meinung nach komplett veraltet, ja, besonders die größeren Firmen teilweise, die quasi auch immer noch diese alten verkrusteten Prozesse haben im HR, völlig überflüssig teilweise. Ich schaue mir schon seit Jahren keinen Lebenslauf mehr an von Leuten, die für mich arbeiten, ja, völliger Unfug. Meiner Meinung nach, also ich würde mal sagen, dass in 80 bis 90% aller Lebensläufe sind zur Hälfte gelogen. Und ich weiß es, weil viele von denen, die Personen, die für mich arbeiten oder schon mal gearbeitet haben oder sowas, ne, ich weiß ja. Wie es so läuft. Und ja, und deswegen spreche ich ja wirklich aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrungen, die ich sammeln durfte in jahrzehntelanger Arbeit mit in großen Agenturen als Coach, Freelancer primär, manchmal auch ein paar Jahre angestellt. Ich war insgesamt nur ein paar Jahre angestellt, ansonsten eben Coach und Freelancer und so weiter. Genau, und da haben wir uns ja schon angeschaut, dass wir uns fokussieren wollen auf den Input einer Person, die eine Person sich ausgesetzt ist, denn zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel hierfür ist, also wir schauen uns jetzt einfach mal in dem Ding an, in dem Video, welche Inputs wir auch mal bestehenden Mitarbeitern quasi aussetzen können oder mitgeben können, ja, dass sie quasi auch sich bestmöglich weiterentwickeln. Also das ist jetzt unser Mitarbeiter. Und da gibt es so Sachen, gibt es, sagen wir mal, also Bücher, ja. Dann, was gibt es noch? Online-Kurse, ja, also. Dann, ja, Seminare wäre das nächste. Ja, und dann sowas wie Live-Gruppen-Coachings. Ja, könnte man sozusagen subventionieren oder einfach auch Mitarbeiter, denen solche Coachings und so weiter bezahlen. Ja, kann man ja alles von der Steuer absetzen letztendlich auch. Dann bis hin zu 1:1 Coachings. Die sind in der Regel dann schon sehr teuer. Ja. Social Networking Events. Also, ich würde sagen, das Wichtigste und das Schnellste, das Kosteneffizienteste, aber auch gleichzeitig mitunter das Effektivste, sind ganz ehrlich gute Bücher und gute Online-Kurse. Ja? Warum? Weil man sich die in seiner eigenen Zeit reinziehen kann. Ja? Seminare sind auch gut, aber da geht Arbeitszeit weg. Seminare sind in der Regel fangen nicht abends um 10 Uhr an, ja? Oder um 8 Uhr. Dann Live-Gruppen-Coachings sind meistens so
11 Uhr, manchmal je nach Coaching-Programm, 16 Uhr nachmittags und so weiter, immer während der Arbeitszeit. Ich frage mich immer, wieso machen die das immer während der Arbeitszeit? Ja, weil die Trainer, die Coaches keinen Bock haben, diese Live-Calls abends um 8 zu halten. Und teilweise auch die Coaches nicht. Was ich ein bisschen schade finde, denn jeder, der busy ist während des Tages, ja, der hat keine Zeit, um 11 Uhr morgens, Montagmorgens, sich so ein Live-Coaching reinzuziehen. Ja? Also schon echt fragwürdig. Seminare sind dann manchmal auch, wie zum Beispiel Dirk Kräuter-Seminare oder sowas, ja, am Wochenende, das ist schon mal gut. Ja? Ist auch sehr clever. Wer unter der Woche, also Dirk Kräuter macht zum Beispiel Vertriebsseminare am Wochenende, ja, die wo irgendwie Zehntausende von Teilnehmern sind, ja, würde er die unter der Woche machen, hätte ja kein Mensch Zeit. Ja, es sind ja teilweise Führungspersonen und so weiter da. Also niemand hat Zeit für sowas unter der Woche. Ja? Also deswegen Bücher, Online-Kurse, Wochenendseminare, ganz wichtig. Ja? Denn es ist nämlich noch ein anderer Effekt. Ein Mitarbeiter, der sein Wochenende dafür opfert, auf ein Weiterbildungsseminar zu gehen, der hat ganz andere intrinsische Motivationen. Also wenn du irgendwie Seminare machst, ich hatte das schon als Azubi, also wir gehen jetzt zurück 1993, 1992 sogar, ja, hatte ich irgendwie so ein Lotus Notes, damals noch Lotus Notes Weiterbildungsmaßnahme. Das waren also 2-3 Arbeitstage. Haben uns alle eingeschrieben, schon allein deswegen, weil wir halt einfach mal raus wollten aus dem Büro, ja, als Industriekaufmann damals, ja. Uns hat das Lotus Notes erstmal gar nicht interessiert. Ja, und genauso ist es auch heutzutage immer. Also das heißt, mach die am Wochenende, ja, Online-Kurse, Weiterbildung, aber nicht während der Arbeitszeit, ja, Bücher lesen, bezahl die Bücher, bezahl die Online-Kurse, aber sie dürfen sie nicht erlaubt zu konsumieren während der Arbeitszeit, ja, dadurch filterst du sehr, sehr stark die Spreu vom Weizen, das kann ich dir versprechen. 1:1 Coachings, ja, sind nur für Führungskräfte punktuell, weil die kosten teilweise bis zu 1.000 Euro die Stunde, ja, je nachdem welchen Coach. Und hier, oder noch mehr, Social Networking Events, ja, auch sehr gut, auch abends, ja, Freitagabend oder sowas gibt es hier in München ständig sowas, ja, Meetups zwischen Softwareentwicklern, zwischen Unternehmern oder irgendwas, ja. Meetup.de würde ich dir mal empfehlen, drauf zu schauen. Ja? Ich glaube, Meetup oder Meetups.de, weiß ich nicht mehr genau. Ja, okay, cool. Dann, das war's schon für dieses Video. Sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich, schau wieder rein. Bis dahin, ciao. Achso, wenn du quasi auch aus der IT-Branche bist und möchtest dich mal mit mir unterhalten, Strategie-Call, hier unten findest du den Link. In 9,5 von 10 Fällen ist es immer die mangelnde Strategie. Ja, also man hat irgendwie 1.000 Ideen, 1.000 verschiedene Fähigkeiten, aber nicht die Strategie, ja, Schritt für Schritt, welche Dinge als nächstes kommen, Ist-Situation, Soll-Situation, der Weg dahin. Ja. Und also hier unten in dem Call, in dem Link, Strategie-Call buchen. Ich biete den aktuell teilweise noch persönlich an. Ja, es gibt jetzt schon Mitarbeiter, die von mir, die filtern dich vor, die rufen dich vorher kurz an und filtern ein bisschen vor, weil ich habe auch immer wieder Strategie-Calls, Gratis-Calls, die bei mir gebucht werden, die dann werden wieder abgesagt und so weiter. Und das verträgt mein Terminkalender nicht. Ja, also bitte bei mir nur buchen, ja, den gratis, es ist ja sogar gratis, den Strategie-Call nur buchen, wenn du auch tatsächlich wirklich es ernst meinst. Ja? Okay, bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.